Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. No mames. Ein echter Leguan. Ein Antillen-Leguan, glaube ich. Hm. Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar. Sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner. Halbe, halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Nö, noch nicht. Hab keine Pläne. Die letzten Jahre bin ich mit meinem Clan zwischen den Staaten hin und her gereist. Oh, die warten sicher schon auf dich, hm? Nein, wir haben uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Muss hart sein, keinen zu haben, der auf einen wartet. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Ja, danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon, zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Okay, komm. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Cooles, cooler Leguan. Cool gemacht. So. Hallo, Night City. Stanley hier. Und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Tja, so ist das. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Na dann. Das war ja nur der Prolog jetzt. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Ja, komm. Machen wir, na, damit ihr das auch mal seht. Klar, kann nicht schaden. Zeit Kampftraining Tutorial. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung ausgezeichnet. So, auf geht's. Ja, ein bisschen schneller. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Okay. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt. Station 1, du Made. Los, los, okay. Los. Okay, freundlicher Umgang. Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Ja, komm.
Machen wir mal. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Nette Knarre. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Mhm. Klappt doch ganz gut. Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Jap. Steh nicht rum. Geh in Deckung. Okay, runter. Entschuldigung, habe ich zu schnell gedrückt. So macht man das. Es gibt auch schöne EPs. Mit dem Reanimator heilst du dich. Okay, dann nehmen wir den mal. Max-Doc MK1. 40% der Gesundheit wird wiederhergestellt. Taste X. Das ist ein Verbrauchsgut, deswegen Taste X. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Okay, Waffe wechseln. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Tools dabei. Was zu tun ist. Hey, ich bin schon auf Deckung gegangen. Ah, der ist fast down. Abschuss down. Nur einen haben wir, glaube ich, noch. Ich muss mal nachladen. Ah, sehr geil. Super Arbeit, wie. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Auf geht's, nächste Übung. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay, gerne. Okay, jetzt kommt das mit dem Scanner. Gedrückt halten. Scanne zwei Objekte. Gefahren werden rot hervorgerufen, Objekte, die du hacken kannst, werden grün hervorgerufen. Sonstige nützliche Objekte werden blau hervorgerufen. Lasse Tab los, um den Scanner zu schließen. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Okay. Da hinten. Hacken. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick-Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Benutze den Quick-Hack-Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Alles klar. Ping und Ablenkungsmanöver. Dann nehmen wir doch mal das. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Mhm. Okay, er gehört dir. Schalt ihn okay. aus. F. Und F. Zack, bam. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. So, wie gesagt, wenn wir Stealth-Aktion starten, dann auch immer die Leiche entsorgen. Okay, Gegner verstecken. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Alles klar, das kennt man ja aus den diversen Stealth-Spielen schon. Und tschüss. So. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Okay. Ja. Ja, okay. Nicht schlimm, gleich nochmal. Da habe ich zu lange gebraucht. Okay. Jetzt erledige Bam. Ihn in einer flüssigen Bewegung. Haben wir doch, oder nicht? Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Okay, in Echtzeit jetzt. Quick Hacks. Kontrolliere über
Kontrolle über Geräte erhalten. Mit Quick Hacks kannst du die Kontrolle über bestimmte Geräte übernehmen. Halte Tab gedrückt, um den Scanner zu aktivieren und richte ihn dann auf die Kamera. Kamera, okay. Kamerasteuerung. Alles klar, machen wir nochmal. Quick Hacks, komplexere Szenarien. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Finde ich gut. Gegner manipulieren. Selbst wenn du bereits die Kontrolle über eine feindliche Kamera oder einen Geschützturm hast, kannst du weitere Geräte oder Gegner durch Quick Hacks manipulieren. Halte gedrückt und ziele auf eine der Wachen. Okay, du hast nicht genügend verfügbare Speicherpunkte, um den Quick Hack Granatenzündung zu benutzen. Das Breach-Protokoll kann im gesamten Netzwerk einen Effekt auslösen. Benutze es jetzt, um die Speicherkosten für alle Quick Hacks zu senken. Alles klar, machen wir es nochmal. Oha. Zum Hochladen des Eisbrechers Demons musst du dessen Code-Sequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Hallo, Matrix. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Alles klar, dann machen wir mal. Das Breach-Protokoll beginnt immer mit der ersten aktiven Zeile. In dem Fall das hier, alles klar. Die Auswahl eines Zeichens aus der aktiviert dann die dazugehörige Spalte. Wähle 5 aus der Code-Matrix. Aha. Dann BD. Zwischen Zeilen und Spalten. Und dann 55 wieder hoch. Alles klar, so runter hoch. Jetzt zünde die Granate. Alles klar, machen wir doch. Wieder anvisieren mit Scanner und dann Feuer frei. Bam, dort sind sie. Okay, und raus aus der Kameransicht. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Ja, klar. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Genau, nee, wir machen natürlich weiter. Ihr wollt das ja sehen. Deswegen gehen wir jetzt zum Stealth-Bereich. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Um deinen Scanner zu benutzen, alles klar. Und drücke... Na. Okay, Gegner, die dich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine unverändert fort. Achte daher gut auf ihre Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Alles klar. Betritt den Trainingsbereich. Dann wollen wir mal. In Deckung, damit sie uns nicht sehen. Okay, betrittst du das Sichtfeld deines Gegners, fühlt sich seine Alarmanzeige. Geh rechtzeitig in Deckung, ehe er dich bemerkt. Alles klar, einfach mal nach links ausweichen. Schnell. Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Ja. Wir warten. Der ist leider so ein bisschen im Weg. Hier geht's um Tarnung, wie... Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. So, jetzt warten wir mal. Der wird sich gleich umdrehen. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Haben wir geschafft. So, Sicherheitssysteme. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschützturm und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegnern deine Position verraten können. Alles klar. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Okay, dann hacken wir dich mal.
Feindliche Kameras, die sich entdecken können, haben orangefarbene Scannerstrahlen, wohingegen verbündete Kameras grüne Scannerstrahlen haben. Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst. Geräusche können sie jedoch nicht registrieren. Können wir das hacken? Ne, können wir nicht, ne? Schade. Hacken kann ich nicht. Weh, du bist kein Militech-Rekrut mit Brei im Hirn. Beweg dich. Ja, ja. Ich will aber... Noch und runter. Easy peasy. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. So kommst du... Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Na klar. Dann sind wir dort. Schnetzeln. Auf geht's. Und alles EPs. Ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Aha. Der wehrt sich. So, starke Gegner packen. Gegner mit bedeutend höheren Level. Gekennzeichnet mit dem Totenkopf-Symbol, können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren. Darum solltest du vorsichtig sein. Alles klar. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Ja, komm. Okay. Schlagen den Gegner dreimal mit schnellen Angriffen. Das ist unser Ziel. Drücke, um einen Angriff auszuführen. Alles klar. Bam, bam, bam. So. Um eine Combo aus schnellen Angriffen auszuführen, drücke während der vorherigen schnellen Angriffe ausgeführt. Alles klar, also mehrfach drücken, also wirklich simpel. Halte links gedrückt, um einen schweren Nahkampf aufzuladen, lass los, um ihn auszuführen. Auch das ist easy. Bam, kriegt einen auf die Nase. Fortlaufendes Angreifen deines Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines HUDs. Na klar. Okay, schlage den blockenden Gegner mit schnellen Angriffen. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung, greif ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Klo. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal. Haben wir. Blocks durchbrechen. Schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Alles klar. Also aufladen. Bäm. So, jetzt müssen wir selber blocken. Das machen wir mit der rechten Taste. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Easy peasy. Ausdauerkosten fürs Blocken. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Alles klar, macht ja auch Sinn. Ja, blocke zwei schwere Angriffe. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe ihre. Alles klar, dann komm mal. Ja, einen haben wir. Na komm. Bam, geblockt. Kontere zwei gegnerische Angriffe. Drücke bei einem eingehenden Angriff, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Okay, bin ich der Freund. Der Tonte kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Das ist ich drücke mal zu spät. Timing ist alles. Jetzt habe ich getroffen. Hast du gesehen? Wieder nicht. Zack, bam. So, und jetzt ausweichen. Drücke zweimal WASD, um in die gewünschte Richtung auszuweichen. Easy. Trotzdem. Zack. Irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Genau. So, setze alle bisher gelernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Nur komm. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Inne, kein Problem. Jetzt wird's lustig. Katana. Nahkampfwaffen. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Dann machen wir es nochmal. Aber der hat leider...
Zeig mir, was du gelernt hast. Okay, abschließender Test. Du wirst mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere auch auf beliebige Art, alles klar. Okay, ich muss mal... Mal ganz kurz... Inne? Inne? Ach, da ist er. So, ich denke mal, ihr wollt bestimmt das nach Katana sehen. Super. So, bam. Du machst das echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Na klar, wir haben Übung drin. So, alles geschafft. Gehe durch die Tür, um die Simulation zu verlassen. Auf geht's. Jetzt wissen wir, wie man kämpft. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Okay, jetzt haben wir einen Auftrag. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Alles klar, dann machen wir mal. Ziehen wir es durch. So, Folge Jackie. Aufzug, hier lang. Okay, ich check erstmal, ob wir noch irgendwas hier haben. Bewegung, Mann! Ja, ja, bla bla. Da ist was. Gepanzerte Psycho-Bomberjacke aus Sündgewebe. Wie? Ja, was? Nee, ich muss hier untersuchen. Tut mir leid. Vielleicht ist ja hier noch was, was wir gebrauchen können. Siehst du? Kristalldekanter. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir mit, was wir kriegen können. Ist aber logisch. So, ich gebe mal Vollgas. Ist hier auch noch was? Unser Auto. Ah, nicht sehr stylisch. Fand ich unser erstes Auto irgendwie besser. Check, check machen. Scan. Na, wir sind jetzt mitten in irgendeinen Auftrag hier reingestolpert. Da ist was. Handschellen. Why not? Da liegt auch noch was. Man muss sich umgucken, ne? Parfüm. Alles, was Loot ist. Na, runter. Na. Na komm, lass mich hier durch. Danke. Die Rettungsaktion ist unser aktuelles Missionsziel. Okay, neuer Anruf von T-Buck. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Jackie hat recht. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Okay, dann wollen wir mal. Ich hätte gerne echt ein paar andere Knarren. Was haben wir hier? Hier liegt was. Karten. Schallplatte. Kann ja nicht schaden, alles einzusacken. Bounce. Ja, bleib ruhig, hetz mich nicht. Apartment 1237. Auf geht's. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe den Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Hank,
Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Komm, weg hier. Hau ab. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Gleich. Ich muss mir jetzt mal umgucken, ob hier nicht noch was Cooles ist. Hier liegt nämlich noch was. Abydos Klassik. Auch was zu suppeln. Muss ja mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Sieht aber nicht danach aus. Okay, dann gehen wir da mal rein. Türhacken ist angesagt. Um in den Quick Hack zu beginnen, sieh ein Gerät an und scanne es, indem du Tab gedrückt hältst. Dann sind wir schon dabei. Let's go. Ab jetzt leise. Ja. Okay, wir scannen mal, was hier ist. Bewegung, Mano! Ruhig, Blut. Aschenbecher. Ich denke, da muss man nichts zu sagen. Das Euro-Dollar. Okay, irgendein Gesöff wieder. Ja, Hypo. Ablenkungsmanöver könnte man machen. Ah, das gab, Punkte. Nachrichten, Frischfleisch. Okay. Wir vergessen nicht, du bist so gut wie tot. Von Victor an Blaze. Wenn ich hier noch einmal einen deiner Leute sehe, droht ihm Schlimmeres als nur ein verstauchter Kiefer. Das ist keine leere Drohung. Versucht ihr es nur, ihr Wichser. Okay, was haben wir hier? Night City Network. Okay. Ja, bla. Was haben wir denn da noch? Encard, Bürgermeister, NCBD, Vinus, Samurai Web. Okay, wir kommen auf meiner Samurai Webseite. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Ja, bleib ruhig. Scannen. Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Ist das hier ein neuer Splitter? Notfälle auf Abruf? Schau mal. Okay, wir lesen mal vor. Wie konnte das passieren? Wann und warum haben wir als Gesellschaft entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist? Ein Luxusartikel. Meine Mutter starb mit 45 Jahren. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hätte sie nur die billigste Traumateam-Versicherung gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet. Aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Krass. Das Konzept der privaten Gesundheitsversorgung ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Bereits im Jahr 2020 bestand weitgehende Einigkeit, dass 500 Euro-Dollar pro Monat ein fairer Preis für eine Traumateamversicherung ist. Gesundheit war schon damals nichts, was man einfach erhielt, sondern etwas, das man sich verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt ja keine Alternative. Dachten wir. Bullshit. Überqueren wir doch einfach den Pazifik und werfen einen Blick auf die UdSSR, wo es ebenso hochspezialisiertes medizinisches Personal, nanochirurgische Präzisionsgeräte, spezielle Antikörper, intravenöse Sonden und unzähliges mehr gibt. Notfall-Lufteinheiten mit modernen AVS, die mit Kryokammern ausgerüstet sind, haben die auch. Wo also liegt der Unterschied? Darin, dass sie ihre Leute nicht auf den Straßen, in Läden und ihren Zuhause zum Sterben liegen lassen. Sie zwingen niemanden dazu, das eigene Leben bei Konzernen zu kaufen, als würde es denen gehören. Das ist krass, Alter. Ein gutes Gesundheitssystem ist keine unerreichbare Utopie. Es ist die Realität. Auf der anderen Seite steht Traumateam, das seine Versicherten sowohl als potenzielle Patienten als auch potenzielle Verkaufsartikel betrachtet.
Sie retten nur Leben, weil sie davon profitieren. Ein gerettetes Leben ist quasi ein wiederkehrender Kunde. Wobei natürlich der Tod eines Klienten ebenfalls Geld in die Kassen spült. Zum Beispiel in Form von Organ- und Implantatweiterverkauf. Übel. Nur ist hier der Gewinn deutlich geringer. Ein Notfalldienst kann es sich nicht leisten, seinen Managern Gründe zu liefern, dessen Kunden mit kurzfristige Überraschungsgewinne einzubringen. Sicher werden sie jetzt entgegnen, dass medizinisches Personal... doch immer auch vom hippokratischen Eid geleistet wird. Ich bitte sie. Krasse Nummer, ganz ehrlich. Ich check mal, was hier ist. Da liegt was. Das ist Zigarettenschachtel. War noch irgendwas Interessantes? Mach schon, wie. Ah, hier können wir leider nicht durchsuchen. Aschenbecher. Bewegung, Mano. Ich speichere mal ganz kurz. Okay. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Fuck. Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny. Ich hab dich. Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Und was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Glaubst du, hast den Tod überlistet? Der Tod hat dich überlistet. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Stelle mich! Aus dem Boden an! Doch nicht bewegen! Raus aus meinem Haus! Sofort! Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird oder ruhmreich draufgeht.